bisschen, ich will nicht sagen sanftere, aber ein bisschen andere Form. Also wir machen viel heute auf dem Boden. Lass uns dreimal zusammen Mantra singen. Das Mantra Om, um uns einzustimmen. Die Arme gehen seitlich hoch über den Kopf, Handflächen zusammen. Tief einatmen. Position, dehnen den Rücken, das ist eine wichtige Kompensation zum langen Sitzen, dass wir den Rücken nicht nur anspannen, sondern auch teilweise durch passive Dehnung, dehnen, strecken, entspannen. Tiefes Einatmen und Ausatmen. Wir machen die Bauchatmung, also wir atmen in den Bauch ein. Der Bauch geht dabei nach vorne und beim Ausatmen zieht sich der Bauch nach innen ein. Jetzt werden die Handflächen mit den Fingern auf den Boden aufgestellt. Wir gehen noch ein paar Zentimeter nach vorne. Jetzt strecken wir schon aktiv den Rücken. Der Kopf schaut nach unten. Jetzt gehen wir mit den Armen seitlich. Dabei bleibt der Rücken auf gleicher Ebene. Dann richten wir uns nur mit Kraft des Rückens wieder auf. Beim Einatmen gehen die Arme hoch, ausstrecken über den Kopf. Beim Ausatmen rechter Arm zur Seite. Dehnung. Wer hier gut in die Dehnung reinkommt, Ellenbogen auf den Boden. Die Dehnung geht noch tiefer. Einatmen zurück in die Mitte. Einatmen, ausatmen in der Mitte, wieder einatmen, ausatmen links. Wer gut in die Dehnung reinkommt, geht der Ellenbogen auch wieder auf den Boden, der Arm seitlich. Dann wieder zurück in die Mitte, einatmen, wieder ausatmen. Dann machen wir eine Drehung nach links. Folgendermaßen, mit der Handfläche umgreifen wir oberhalb des linken Knies und mit dem hinteren Arm verstärken wir die Drehung. Achtet hierbei, dass der Rücken gerade ist.
Wir bleiben in dieser Drehung. Der linke Arm geht hoch. Einatmen. Ausatmen. Rechte Schulter nach unten. Dabei behalten wir hier die Drehung im Rücken. Wie tief ihr kommt. So tief, wie es zurzeit möglich ist. Falls es im Unterrücken wehtun sollte, kann man ein bisschen höher gehen, die Spannung ein bisschen verringern. Und weiterhin tiefes Ein- und Ausatmen durch die Nase. Einatmen, wieder hoch. Als Kompensation Drehung in die andere Richtung. Die linke Handfläche umgreift oberhalb des rechten Knies. Mit dem rechten Arm verstärken wir die Drehung. Wir bleiben in dieser Position. Einatmen, rechter Arm geht hoch. Beim Ausatmen mit der linken Schulter nach unten. Und schön weiteratmen. In jeder Asana haben wir zwei Möglichkeiten der Konzentration. Wenn wir die Augen offen lassen, konzentrieren wir uns auf den Körper, auf die genaue Ausführung der Position, der Asana. Wenn wir die Augen geschlossen halten, konzentrieren wir uns auf die inneren Effekte, konzentrieren wir uns darauf, was die Asana in unserer inneren Welt bewirkt. Einatmen wieder nach oben. Die Schultern etwas lockern, Kreisbewegungen nach vorne. Dann so leichte Drehbewegungen. Vor allem morgens, wenn ihr Yoga morgens praktiziert, Hatha Yoga oder eine andere Form von Asanas, achtet darauf, dass der Rücken und andere Körperteile genug gedehnt sind. Auch mal so machen, dass die Drehung ein bisschen verstärkt. Falls es irgendwo im Rücken knacken sollte, das ist nicht so ganz schlimm. Falls jetzt danach kein höllischer Schmerz auftaucht, ist es nicht so schlimm. Jetzt die Arme einmal anheben, leicht vom Körper weg anheben und dann so Boxbewegung zur Seite. Kriegt man schon hin. Dann einmal auch die Schultern so ranholen und die Schulterblätter nach hinten. Wie so ein Hühnchen. Genau. Spürt man, dass sich da so eine Spannung aufbaut. Und dann locket ihr das Ganze so nach vorne. Einmal so nach hinten und dann so nach vorne. Okay, dann die Arme ausschütteln. Jetzt machen wir folgende Position, die Beine lockern. Ich zeige das jetzt einmal von hinten. Ihr bleibt in dieser Position sitzen. Wir setzen uns so auf, halten uns zunächst einmal so fest. Dann werden die Arme zusammengenommen, folgendermaßen. Zwei Möglichkeiten. Versucht, wenn es klappt, die Handflächen auszurollen nach außen. Von innen nach außen. Nice.
Vielleicht bei dem einen oder anderen klappt es, bei dem anderen vielleicht nicht. Bei wem es klappt, versucht das in dieser Variante. Bei wem es nicht klappt, einfach nur die Handflächen zusammen und auf den Boden. Bei wem es klappt, nach außen und auch auf den Boden. Und hier folgende Variante. Wir sitzen und wir wollen jetzt die Schultern dehnen. Also gehen wir Stück für Stück mit den Handflächen nach hinten und suchen die Grenze, wo es erst leicht unangenehm wird, wo man das noch aushalten kann. Je nachdem, wie gut ihr gedehnt seid, könnt ihr auch so gut wie komplett runtergehen. Aber wir wollen uns ja auch nichts brechen. Wichtig ist, dass die Schultern mitbekommen, dass sie auch nicht einschlafen, sage ich mal, während des Hatha Yoga. Kann auch die Brust leicht nach vorne machen. Jetzt gehen wir langsam und vorsichtig seitlich nach vorne, die Arme. Folgende Position, Vajrasana. Kleine Dehnung für die Handgelenke. Die Handflächen schauen nach oben. Hier können wir ganz gut die Dehnung regulieren. Wenn ihr mehr könnt, Arme ein bisschen weiter nach vorne, den Winkel etwas spitzer machen. Bei Handflächen muss man und bei Handgelenken muss man unglaublich aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Dann wieder zurück, ausschütteln. Dann andere Variante. Die Arme werden nach vorne gedreht, Handflächen schauen diesmal nach unten und wir dehnen den Bereich von dem Unterarm zur Handfläche. Dieser Bereich ist es vor allem wichtig zu dehnen, wenn ihr vorhabt, Balance auf den Arm zu machen. Da gibt es die Bakasana zum Beispiel, wo man die Knie in die Schultern reinlegt und dann vom Boden das Becken anhebt. Wenn man diese Vordehnung nicht macht, dann könnte es etwas schwieriger sein. Also so bereiten wir uns den guten Weg darauf vor. Atmet schön tief. Langsam zurück. Spannung ausschütteln. Können auch mal die Handfläche nehmen, an den Fingern packen und auch mal solche Wellenbewegungen machen. Dann andere Hand. Beim Yoga haben wir Anstrengung und Kompensation. Wenn wir nur Anstrengung machen, kann man sich was reißen, was zerren, was dehnen. Wenn wir nur Kompensation machen, dann würden wir sehr schnell einschlafen. In gewissen Stilen gibt es auch zum Beispiel eine Stunde Yoga, aber man macht nur 5 Asanas. Also man zieht die dann über 10 Minuten mit Entspannung. Also muss jeder für sich selber wissen. Ich bin eher Freund von einem kurzen Abstand, aber effektive und möglichst viel Abwechslung für den Körper. Da ihr gerade so schön da sitzt, die Arme seitlich, Knie etwas anheben und Beine nach vorne. Gut, das werden wir während des Ablaufs nochmal machen, vielleicht nicht auch nur einmal. Ja, jetzt sitzen wir auf dem Boden. Ist bei einem auch der Rücken gerade? Und was passiert, wenn man den Rücken versucht auszugradigen? Wird es unangenehm mit den Beinen, ne? Hier. Ja. Man kann sich auch helfen. Kann von hinten drücken.
geht die Brust weiter nach vorne. Ich weiß, einige nutzen das jetzt als Abstütze, damit es leichter fällt. Aber versucht euch wirklich abzudrücken. Man merkt, dass es in den Beinen auch schon zieht. Jetzt einmal die Arme wegnehmen. Ist der Rücken auch noch gerade? Arme hoch. Hier drei Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, Oberkörper nach vorne. Genau, wer haben wir gerade leider nicht parat, aber es gibt auch so eine Variante, wenn ihr zu Hause praktiziert, dann nehmt ihr euch einen Gurt oder sowas, falls ihr zum Beispiel gar nicht rankommt. Mit einer Decke oder mit einem Handtuch könnte man das eigentlich theoretisch auch machen. Man faltet das zusammen und dann hilft man sich so. Du hast ja auch einen Schall, ne? Kannst du mit dem Schall versuchen. Genau. Dann könnt ihr euch praktisch auch so ranziehen. Verstärkt. Hier bleiben wir eine längere Zeit. Die Unannehmlichkeit und der Schmerz, der entsteht, den atmen wir durch praktisch. Wir atmen ein, wir nehmen wahr, dass der Schmerz da ist, dass es irgendwo zieht. Und wir atmen aus und wir atmen den Schmerz praktisch aus den Beinen über die Fersen raus. Also der geht dann einfach raus. Könnt ihr euch entweder visualisieren oder vorstellen oder wahrnehmen, dass der Schmerz beim Einatmen jedes Mal rausgeht. Wir gehen für zwei Atemzüge etwas tiefer, noch ein paar Zentimeter. Dann langsam zurück. Die Beine aufstellen, kleine Kompensation. Noch eine Schulterübung. Die Handfläche geht hinter das Schulterblatt. Kann man sich auch nachhelfen zur Not. Die ist genau unterhalb des Schulterblatts. Die andere Handfläche ebenfalls. Die Ellenbogen schauen nach vorne. Naja, so gut es geht nach vorne. Oberkörper nach vorne. Hat jeder die Ellenbogen mehr oder weniger in die Knie reingekriegt? Ja, fast. Aber merkt, die, bei denen es noch nicht reingekommen ist, merkt ihr aber schon, dass es in den Schultern was passiert, oder? Jetzt einmal die Knie zusammen. Also was machen wir praktisch? Wir nehmen die Schultern und drehen die einmal in 180 Grad. Für einige ist das noch ungewohnt. Jetzt langsam zurück. Ihr könnt nach vorne gehen, die Schultern befreien. Folgende Bewegungen. Als wenn wir so eine große Hantel wegdrücken. Aber gut. Machen wir einmal die Beine nach hinten. Hier einmal gerade Rücken, Augen kurz schließen, kurz in sich gehen,
Da machen wir zwei Runden Kapalabhati, jeweils 50 Mal für alle. Kapalabhati wird folgendermaßen gemacht. Man fängt immer ein mit dem vollen Ausatmen, nach dem Ausatmen. Und es werden nur die Bauchmuskeln bewegt, dass wir praktisch mit den Bauchmuskeln die Luft nach innen pressen und sie so rausgeatmet wird. Und passives Einatmen. Die Augen kurz schließen. Einatmen, ausatmen. Und nach dem Ausatmen fangen wir an. Wenn wir den Atem wiederherstellen, so langsam wie es geht, einatmen und ausatmen, die ersten zwei, drei Mal. Wir machen jetzt den zweiten Durchlauf. Versucht auch beim zweiten Durchlauf darauf zu achten, dass die Körperbewegungen so gering wie möglich sind, dass wirklich nur eure Bauchmuskeln sich nach Möglichkeit bewegen. Einatmen, ausatmen und nach dem Ausatmen los. Den Atem langsam wiederherstellen. Gut. Dann einmal nach hinten, auf die Knie, Handflächen auf den Boden, einatmen, leichtes Hohlkreuz, ausatmen, runder Rücken, einatmen, Hohlkreuz, ausatmen, runder Rücken. Das Ganze machen wir jetzt noch ein paar Mal, jeder in seinem Tempo. Und beim Ausatmen gehen wir dann wieder in die Mittelposition. Der Rücken ist gerade. Von hier aus rechter Arm wird nach vorne angehoben. Linkes Bein geht nach hinten. Wird gerade ausgestreckt. Wir schauen entweder diagonal auf den Boden oder geradeaus. Wer nochmal die Balance verstärken will, das Bein hinten umgreifen.
Ausatmen zurück. Hier kurz ein- und ausatmen. Linker Arm nach vorne, rechtes Bein ausgestreckt nach hinten. Ballons verstärken. Dann beim Ausatmen wieder auf den Boden. Hier ein- und ausatmen. Von hier aus geht der linke Arm hoch. Einatmen und ausatmen. In dieser Situation ein paar Mal. Und dann beim Ausatmen gleitet der linke Arm zur Seite. Die Schulter geht auf den Boden. Der Kopf seitlich schauend hingelegt. Der rechte Arm nach oben. Dann wieder zurück. Jetzt machen wir wieder die Katzenposition, oder auf Sanskrit wird diese Asana auch Marjaryasana genannt. Einatmen, Hohlkreuz, ausatmen, runder Rücken und so jeweils ein paar Mal. Obwohl das jetzt eine entspannte Asana ist, versuchen wir trotzdem so gut wie es geht Hohlkreuz zu machen. Auch die Muskeln dabei anzuspannen, mal sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen. Man denkt, dass es eine leichte Asana ist, aber auch die kann man etwas schwerer machen. Beim Ausatmen gehen wir wieder in die Mitte. Einatmen, rechter Arm geht hoch. Der Oberkörper wird seitlich ausgedreht. Der Kopf bleibt auch auf einer Linie, der wird nicht fallen gelassen. So stärken wir die Halsmuskeln, die sind für das Sitzen in der Meditation auch wichtig. Dann beim Ausatmen gleitet der rechte Arm unter dem Oberkörper seitlich, der Kopf wird seitlich abgelegt. Und der linke Arm geht hoch. Dann der Arm wieder zurück, Oberkörper in die Katzenposition. Wieder ein paar Mal einatmen, ausatmen. Von hier aus dann zurück in die Mitte.
die Handflächen gehen weiter nach vorne. Das Kinn geht auf den Boden. Die Oberschenkel bleiben im rechten Winkel zum Boden. Wer im Rücken gut gelenkig ist, kann auch mit der Brust auf den Boden gehen. Von hier aus noch einatmen und beim Ausatmen Oberkörper auf den Boden. Kurze Entspannung, Arme nach hinten. Der Kopf wird auf die eine Seite gelegt. Kopfseite wechseln. Von hier dann folgende Position. Arme gehen nach vorne. Werden folgendermaßen aufgestellt, dass die Finger zueinander schauen. Und wenn wir zum Beispiel hinlegen würden, können wir abchecken, dass die Handflächen oberhalb der Schultern sind, auf gleicher Ebene sich befinden. Die Ellbogen schauen leicht nach vorne. Dann gehen wir etwas hoch, heben den Oberkörper an und ziehen uns nach vorne. Dann einmal wieder hinlegen. Handfläche nach vorne ausdrehen. Von hier gehen wir jetzt gleich in die Bhujangasana oder auch Cobra genannt. Das machen wir folgendermaßen. Ausgangsposition ist auf dem Boden liegend. Wir atmen ein. Beim Ausatmen gehen wir langsam hoch. Oberkörper, Arme ausgestreckt. Dann langsam zurückgehen. Kurz sich in dieser Position den Atem wiederherstellen. Von hier aus umgreifen wir hinten die Füße. Schulterblätter zusammen. Füße ebenfalls zusammen. Wir schauen nach vorne. Für kurze Zeit anheben. Dann langsam wieder zurück. Beine, Arme ablegen. Kurze Entspannung.
Von hier aus folgende Position, rechter Arm seitlich ausgestreckt auf den Boden. Wir rollen uns auf den Arm drauf, auf die Schulter. Ich denke mal, das müsste bei jedem möglich sein, dass er sich drauf rollt. Ne? Das ist noch nicht so, dürfte noch nicht so schmerzhaft sein. Weitere Position ist, wenn es geht, beide Füße aufstellen. Bewertet einfach, wie eure Schultern sich gerade verhalten, welche Stufe ihr für euch wählt. Es geht noch weiter. Dritte Stufe, Arm anheben und wir greifen die rechte Handfläche. Hier, ich habe euch jetzt drei Stufen gesagt. Schaut, wie sich euer Körper verhält, welche Stufe für euch angemessen ist. Beim Ausatmen Arm wieder zurück, ganz langsam. Die Beine werden ausgestreckt. Die Schulter wird wieder ausgerollt auf den Boden. Von hier aus linker Arm wird ausgestreckt. Der rechte Arm wird an den Körper rangelegt und fließt sich erstmal wieder ein. Kurze Entspannung. Wir warten, bis das Blut auch wieder da reingeflossen ist, bis wir ein gutes Gespür für den Arm wieder bekommen. Dafür könnt ihr auch mit eurer Handfläche die Finger so ein bisschen zusammen und auseinanderziehen. Von hier aus, der linke Arm ist schon ausgestreckt. Wir rollen uns auf die linke Schulter, auf den linken Arm drauf. Zweite Position ist Füße aufstellen, Knie schauen nach oben. Und wer weitergehen möchte, mit dem rechten Arm umgreifen wir die linke Hand. Der Kopf schaut dabei, unabhängig davon, welche Variante ihr macht, nach oben. Der Hals wird wieder gestärkt. Noch zwei Atemzüge. Beim Ausatmen dann, der Arm geht nach oben, zur Seite, Beine werden ausgestreckt und dann rollen wir uns langsam auf den Boden. Kurze Entspannung, Arme nach hinten, seitlich des Körpers. Von hier aus machen wir noch ein letztes Mal den Flug bzw. den Bogen. Die Füße werden hinten umgegriffen und wir gehen nach oben. Ein Tipp für die Zukunft, wenn ihr in Zukunft höher gehen wollt, ihr habt ja diese Beckenknochen. Die spürt man auch jetzt ganz gut beim Liegen, so rechts und links einmal. Eigentlich, wenn man auf die Beckenknochen drauf geht, dann ist das gar keine so große Belastung, vor allem auch für die inneren Organe oder für die Bauchmuskeln. Da bekommt man nach und nach ein Gespür. Oder andere Variante, man hebt einfach die Beine richtig hoch und man braucht gar nicht so nach hinten zu gehen. Aber es ist ebenso effektiv für die Schultern, für den Rücken und so weiter.
Dann ausatmen. Wir rollen uns nach hinten. Knie auseinander. Die Arme in Namaste nach vorne. Kurze Verbeugung. Und wir bleiben in dieser Position als Kompensation. Dabei liegt die Stirn ebenfalls auf dem Boden, um den Hals aufzuentspannen. Von hier aus setzen wir uns auf. Nochmal eine Übung für die Arme. Linker Arm ist vor dem Oberkörper, rechter Arm seitlich. Jetzt gehen wir von außen und machen eine Drehung nach innen. Von außen, mehr Richtung Körper und dann umgreifen wir von innen die Handfläche. Jetzt schließen wir die Augen. Folgendes, in der Mitte einatmen, ausatmen, die Arme gehen etwas links, kurzzeitig Luft anhalten, einatmen in die Mitte zurück, ausatmen, Arme rechts, Luft anhalten. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Arme nach vorne, Luft anhalten, einatmen Mitte, ausatmen, Arme nach oben, Luft anhalten. Dann beim Einatmen wieder zurück, Arme lockern, Spannung rauswerfen. Machen wir auch so eine Form. Jetzt machen wir solche praktisch Schläge, aber nach außen in gedrehter Form. Okay, gut. Andere Seite. Rechter Arm wird aufgestellt. Linker Arm wird von unten herangeführt und von innen umgriffen, sodass die Handflächen auf gleicher Ebene sind. So gut wie auf gleicher Ebene sind. Wenn wir die Position gefunden haben, machen wir kurze Einheiten vom Luftanhalten. Einatmen Mitte, ausatmen Arme rechts. Einatmen Mitte, ausatmen Arme links, kurz anhalten. Einatmen Mitte, ausatmen Arme nach unten, Luft anhalten. Einatmen Mitte, ausatmen Arme nach oben, Luft anhalten. Dann beim Einatmen wieder zurück, Arme wieder entspannen. Auswerfen, auch wieder solche Kreisbewegungen nach außen. Gut, jetzt können wir zu der Balance übergehen. Arme seitlich aufstellen, Handflächen fest auf dem Boden. Wir gehen auf die Füße, auf die Finger,
an den Füßen, auf die Zehen. Jetzt machen wir folgendermaßen, dass die Knie zu den Schultern kommen, beziehungsweise im Bereich zwischen Ellenbogen und Schulter. Das ist je nach anatomischer Größe der Arme und der Beine jeweils unterschiedlich. Kann man versuchen, mal das Becken anzuheben, wie hoch man reinkommt mit den Knien. Und jetzt ist die Aufgabe, wir wollen noch nicht gleich hochgehen, jetzt ist die Aufgabe erstmal nach vorne zu gehen und zu spüren, wo zieht es denn eigentlich, also wo muss ich hinarbeiten, wo werden die Arme angestrengt. Falls jemand schon kann, kann auch in die volle Position gehen, das ausprobieren. Gut. Jeder hat so seine Position gefunden, wo er arbeiten kann. Das ist sehr gut. Wichtig ist, dass ihr euren Stand versteht hier und jetzt und wo ihr weiter hinarbeiten könnt. Gut, dann gehen wir aus dieser Position raus. Wir setzen uns wieder auf die Füße und drehen nochmal die Handgelenke nach dieser Übung. In die eine, in die andere Richtung auch. Gut, dann machen wir noch eine zweite Position für die Arme, eine zweite Balance. Dazu richten wir uns auf, folgendermaßen, dass die Füße an der Mattenende sind. Wir gehen nur nicht hoch, sondern wir bleiben in dieser Position. Hier gehen wir jetzt runter in die Hocke und dann werden die Arme seitlich der Füße ausgestellt, also reingestellt. Jetzt ist die Aufgabe, dass wir mit den Füßen weiter nach vorne wandern. Versucht eine Balance zu finden. Das müsste für jeden möglich sein. Nur halt anatomisch müsst ihr schauen, wo bei euch die Spannung anfängt. Bei wem es klappt, auch mal die Füße anheben, ohne nach hinten zu fallen. Obwohl das ja nicht so schlimm ist, weil wir hinten ein Polster haben. Das wäre nicht so schlimm. Vielleicht, wenn eure Arme ein bisschen kürzer sind, könnt ihr auch die Arme etwas weiter zusammenstellen und euch praktisch hinten so draufsetzen. Ihr müsst schauen, bei dem einen ist der Arm länger als beim anderen. Der eine muss ein bisschen weiter auseinander stellen. Ja, so ein bisschen durch ausprobieren findet man seine Position auf jeden Fall. Ihr müsst mit eurem Körper arbeiten und je länger ihr Yoga zum Beispiel macht, desto besser bekommt ihr ein Gespür dafür. Was habe ich überhaupt für einen Körper? Ihr könnt dann wirklich auch jedes Gelenk spüren, wie weit kann ich gehen, dass ich da jetzt nichts breche oder mir nichts reiße, keine Sehne und so weiter. Okay, nochmal setzen wir uns hin. Wir können das auch eigentlich im dynamischen Zyklus auch machen. Arme seitlich, wir stehen auf den Füßen. Dann werden die Füße über Kreuz gemacht. Und dann Schritt für Schritt mit den Füßen nach vorne. Schritt für Schritt. Hier geht die Belastung viel mehr auf die Arme und versucht auch das Gewicht viel mehr in die Arme zu verlagern. Ihr könnt dafür auch mal zum Beispiel, hier ist das Becken anheben. Spürt man, wie gut das in die Arme reingeht. Falls jemand noch ein bisschen höher vom Boden abheben will, Fäuste gehen auch, geht auf die Fäuste, dann dürft ihr sogar, habt ihr ein bisschen mehr Platz hinten unter euch.
Das hängt teilweise auch mit der Beinmuskulatur, mit der Bauchmuskulatur an, zusammen, wie ihr die Beine zum Beispiel an den Körper randrücken könnt. Versucht das noch einmal. Mal wieder nach hinten zu gehen. Und da gibt es im Yoga auch so eine Position. Man hält dann die Beine zusammen und versucht nicht nach rechts oder nach links zu kommen. Versucht das auch mal. Beine zusammen. Ihr werdet sehr zittern, das ist richtig. Die Waage zittert auch immer. Gut, nochmal nach hinten. Und jetzt versuchen wir im vollen Zug die Beine an den Körper ranzuholen und dann nach vorne. Ich zeige das einmal kurz vor. Wir können auch mal Schritt für Schritt Einleitung machen. Arme seitlich, Handflächen auf den Boden. Und dann gehen wir auf die, also stellen wir uns auf die, hinten auf die Zehen auf. Und macht das wirklich in einem Durchzug. Also ohne, ihr könnt auch ruhig hinten auf dem Becken aufkommen, das ist nicht so schlimm. Aber wirklich so in einem Durchzug. Also dass ihr gar nicht hängen bleibt in der Mitte. Einmal so hoch und dann. Gut, wir haben euch jetzt gut gequält. Nochmal unsere beliebte Position, Paschimottanasana. Eine der effektivsten Positionen, deshalb kehren wir immer wieder zurück. Arme hoch, einatmen, ausatmen, nach vorne. Bei Paschimottanasana gibt es auch mehrere Varianten. Manchmal werden die Füße komplett zusammen gemacht, geht man nach vorne. Manchmal kleinerer Abstand, manchmal teilweise so ein großer Abstand, damit man nach und nach, wenn man so weit kommt, dass man mit dem Oberkörper auf den Boden sich hinlegen kann. Das ist je nachdem, wo man hingehen kann. Oder auch genau, dass der Kopf dazwischen passt. Noch zweimal zwei Atemzüge. Beim letzten Atemzug etwas tiefer, ein paar Zentimeter. Mehr als man sonst gewohnt ist. Minimale Askese. Und dann beim Einatmen wieder zurück. So, jetzt holen wir einmal die Beine heran an den Körper. Folgende Position. Schmetterling mit Flugbegleitung. Dann folgende Position, von vorne die Beine umgreifen und einmal den Rücken ausstrecken. Und dann eine Drehung nach rechts. Es wird auf das linke Hüftgelenk leicht gedrückt. Einatmen in die Mitte zurück, ausatmen nach links. Es wird leicht auf das rechte Hüftgelenk gedrückt. Wir befreien somit das Hüftgelenk
aus seiner gewöhnlichen versteiften Position. Dann einatmen, wieder zurück in die Mitte. Nochmal von vorne oberhalb der Füße umgreifen, Rücken ausstrecken. Und dann beim Ausatmen gehen wir in die Position, in die wir so tief wie wir kommen. Wenn ihr zum Beispiel in dieser Position zu Hause praktiziert und ihr praktiziert direkt hinter einem Schrank oder vor euch ist irgendein Griff, wo ihr euch festhalten könnt, könnt ihr euch zum Beispiel das packen, ranziehen oder wenn hinter euch etwas ist, einfach davon wegdrücken. Könnt ihr als kleine Hilfe auch dazu nutzen. Noch zwei Atemzüge. Dann langsam wieder zurück. Na gut, Kompensation kommt danach. Folgendermaßen: Das Schienbein hat praktisch eine Parallele zum Mattenanfang. Eine Gerade. Ihr könnt das auch ein bisschen weiter vom Körper entfernt positionieren. Und das andere Bein wird oben drauf gelegt, sodass wir ein gleichschenkliges Dreieck haben. Falls bei irgendwem das Knie wehtun sollte, einfach den Druck etwas verringern. Wir achten darauf, dass wir mit den Hüftgelenken arbeiten und nicht mit den Knien. Denn beim Kniegelenk ist es leider so, das lässt sich nur hoch und runter bewegen. Deshalb, wenn wir seitlich drücken würden, ist nicht immer angenehm. Okay, jetzt liegen die Beine übereinander, spürt ihr schon irgendwas, dass es irgendwo zieht? Wer noch nicht genug spürt, einfach mal ein bisschen nach vorne gehen, ein bisschen noch die Arme nach vorne ausstrecken. Wo zieht's? Im rechten? Im linken? Ja. Das ist sehr gut. Noch zwei Atemzüge. Versucht tief zu gehen, tiefer zu gehen für ein paar Zentimeter. Verpasst die Möglichkeit nicht, wo ihr euch quälen lassen könnt. Nein, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich Zeit nimmt und an sich arbeitet. Denn die Zeit ist heutzutage begrenzt. Und wenn man das an einem Wochenende sich einrichten kann, dass man ein bisschen mehr Askese macht als sonst, ist das immer von Vorteil. Dann langsam wieder zurück. Damit die Beine kurz kompensieren, ein bisschen lockern. Dann andere Position. Jetzt tauschen wir einmal. Ach komm, tauschen wir. Ja, jetzt zum links. Jetzt müsst ihr es im rechten ziehen, nicht wahr? Bleibt dran.
Wir sind für heute schon fast fertig. Wir müssen noch ein paar Asanas durchkriegen, noch ein bisschen was für die Beine tun. Dann langsam wieder zurück. Eine Kompensation. Die Beine werden umgegriffen. Das Gewicht verlagert sich auf das Steißbein. Bei wem es klappt, kann auch versuchen, den Rücken komplett gerade zu machen, ohne dabei nach hinten zu fallen. Das ist noch ein bisschen schwieriger. Denn hier müsst ihr gerade bleiben und das Gleichgewicht halten. Man sitzt dann wirklich nur auf so einem kleinen Ding. Von hier aus dann einmal die großen Zehen, die Beine angewinkelt. Dann die Beine einmal ausstrecken. Und die Beine etwas auseinander. Beine auf dem Boden. Wir haben ungefähr zwischen den beiden Füßen den Abstand von eurem Bein. Machen wir folgende Übungen. Beine anspannen. Wenn ihr das richtig anspannt, dann gehen die Ferse hoch. Also wenn ihr richtig anspannt, dann drückt der Muskel hier gegen, habt ihr hier mehr Gewicht, gehen hier so hoch und beim Entspannen nach vorne die Füße. Hier der Rücken auch nach Möglichkeit gerade. Ja, ich erinnere mich gerade, als ich noch angefangen habe Yoga zu machen, das war richtig schwer, den Rücken immer gerade zu behalten. Man tendiert immer so leicht zu dieser Sitzung. Aber das hatten wir, glaube ich, gestern auch schon gesprochen. Wenn man anfängt, öfter zu sitzen und man sich daran gewöhnt, auch im Alltag mit geradem Rücken die Schultern immer nach hinten zu gehen, dann das kommt sowohl im Alltag als auch im Yoga. Also es fällt einem gar nicht mehr so schwer, immer mit geradem Rücken zu sitzen. Man tendiert nicht mehr so nach hinten immer zu kippen. Gut. Dann... Jetzt gibt es nur eine Richtung, nach vorne, in den See zu tauchen, in den kalten See zu springen. Aber macht hier stufenweise, macht nicht zu viel, denn die Sehnen sind hier sehr empfindlich. Hier ist auch empfehlenswert, findet eure Schmerzgrenze, geht dann ein bisschen weiter nach hinten, atmet diese Schmerzgrenze zum Beispiel 2 bis 3 oder 5 Atemzüge durch, da merkt ihr sogar, die Schmerzgrenze hat sich gelockert und ich kann noch ein bisschen weitergehen. Ich kann die Grenze noch ein bisschen erweitern. Anstatt gleich in die volle Kanone zu gehen und dann gleich wieder zurückzugehen. Also lieber halt so stufenweise auf das Schwierige zuzugehen.
Das ist im Yoga eine der schwierigsten Asanas, aber ihr glaubt gar nicht, das ist auch eine der effektivsten Asanas. Also wenn man das hinkriegt, mit dem Oberkörper auf dem Boden, da kommt man ganz gut hin. Okay, dann gehen wir langsam zurück. Und hier müssen wir wirklich, weil die Sehnen gerade so gelockert sind, unter den Oberschenkeln mit den Handflächen und holen wirklich die Beine langsam heran. Gut, da machen wir noch ein paar Übungen, abschließende Übungen für die Hüftgelenke. Hier wird das Bein rangeholt. Das legen wir dann drüber, über das linke Bein. Dann geht es etwas höher auf den Bauchbereich, ungefähr auf den Nabel. Und dann machen wir so seitliche Bewegungen. Dann geht es etwas höher Richtung Brust. Achtet dabei darauf, dass der Druck sich nicht auf dem Knie aufbaut, sondern dass das Kniegelenk auch sich so öffnet, dass es nur in Richtung gerade geht. Hier geht vielmehr das Hüftgelenk hoch. Hier könnt ihr auch leichte Bewegungen nach außen machen. Dann Kopfbereich. Hier müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen. Ungefähr auf Kopfhöhe. Auch so seitlich. Das ist wie so eine Maschine, ne? Es darf wirklich bis hierhin, also bis zum Knie, darf es einwandfrei ziehen. Ist nicht so schlimm. Drüber müsst ihr aufpassen, ein bisschen verringern. Und jetzt folgende Position. Den linken Fuß aufstellen. Rollen wir uns nach hinten. Wir packen uns richtig den Fuß, rollen uns nach hinten. Man kann eigentlich gar nicht wegrollen. Weil unsere Aufgabe ist, in die Achselhöhe reinzubekommen. Das ist schon die Endvariante. Aber wenn ihr das Ding zum Beispiel so wie Guido macht, ihr habt das vorne und dann zieht das immer weiter Richtung Schulter, das ist schon eine ganz gute Aufgabe. Einfach versucht, wie weit ihr kommt bei der Asana. Wichtig ist, dass ihr euch auf das Hüftgelenk wirklich draufrollt, auf den Oberschenkel. Und dann geht die Arbeit einfach weiter. Dabei heißt diese Position eigentlich Entspannung für den Yogi oder dann das Yoga Dandasana. Das ist wie so ein Schlafstab. Da wird ein Yogi so gemalt, wenn er so in tiefer Versenkung ist. Also der hat sich mal zum Beispiel so kurz hingesetzt und dann überlegt er so über die Welt und über den Sinn. Oder halt auch im Schlaf. Also wenn er nicht auf dem Boden, auf dem Sand schlafen will, dann legt er sich so hin, dann kann er sich so entspannen. Gut. Kompensation folgendermaßen. Wer hat hier Kniebeschwerden? Geht's? Geht's bei allen, ja? Gut. Dann mit der rechten Handfläche drücken wir oberhalb des rechten Knies, damit das nicht seitlich wegrutscht. Und hier umgreifen wir den linken Fuß und gehen nach und nach vorne. Gut, weiter so. Kurze Zeit etwas tiefer.
langsam wieder zurück. Jetzt wird das Bein links neben dem linken platziert, etwa auf Kniehöhe, diagonal. Wir umgreifen das Knie, Rücken gerade. Einatmen, linker Arm geht hoch, ausatmen zur Seite, Drehung im Bauchbereich. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir weiterhin fleißig Bauch atmen, um die inneren Organe zu massieren. Beim Ausatmen dann wieder zurück in die Mitte. Jetzt wird das linke Hüftgelenk etwas drangenommen. Wie Ding ist drauf? Wer kann es einwandfrei drauflegen, ohne dass es wehtut? Eigentlich alle, ne? Das ist sehr gut. Das ist eigentlich auch schon die Vorbereitung für den Halblotus. Das können wir später kurz von den umgedrehten Asanas nochmal schauen. Nochmal so kurz testen, ob ihr nach dieser Einheit ein bisschen weitergekommen seid im Fortschritt auf den Lotus oder auf den Halblotus. Dann auf Bauchhöhe, seitliche Bewegungen. Dann Brusthöhe. Dann Kopfhöhe. Dann räumen wir uns wieder nach hinten. Wir sind wirklich auf dem Oberschenkel. Wir verlagern uns unser Gewicht dahin. Habt keine Angst, dass ihr nach hinten fallen könnt, denn ihr könnt euch mit dem Arm hinten noch fixieren. Mach das mehr seitlich, nicht nach hinten, sondern so seitlich, so diagonal nach hinten. Und versuch mal, wenn du nur mit einem Arm und mit dem anderen, dass du dich hinten so festhältst, mit dem linken, genau. Sonst hast du ja noch den Schrank, der dich aufhängt. So, wenn wir jetzt hinten sind, versucht einfach so etwas tiefer oder etwas weiter zu kommen. Okay, dann gehen wir raus. Kompensation. Aufrechter Rücken, mit der linken Handfläche oberhalb des linken Knies, mit der rechten Handfläche umgreifen wir den Fuß und dann gehen wir nach vorne. Wenn ihr jetzt zu Hause Yoga praktizieren solltet, ihr habt sicherlich eine Körperseite, die ein bisschen schwieriger ausfällt als die, zum Beispiel die linke fällt schwieriger als die rechte aus. Fangt dann zu Hause immer mit der Seite an, die euch schwerer fällt. Mit dem Bein, was mehr beansprucht wird oder beansprucht werden muss. Gut, noch ein Atemzug, etwas tiefer. Langsam wieder zurück. Und jetzt holen wir beide Beine nochmal ran. Jetzt machen wir das nochmal mit dem Lotus, so einen kleinen Test. Wir machen erstmal das linke Bein, linke Fuß legen wir in die Mitte. Und jetzt schaut mal, ob ihr das drauf kriegt.
Spürt ihr sonst einen Unterschied zu vorher, wenn ihr das zum Beispiel ohne Yoga gemacht habt? Geht es besser? Es geht besser, aber sonst spüre ich hier so einen Druck, so eine Spannung. Es versteift sich nicht mehr so, es ist lockerer. Ja. Hat nicht mehr diese Schwerpunkt. Und wer kriegt hier noch das andere Bein? Kriegt das auch schon jemand drauf? Ja. Tut's auch schon weh? Nee. Gut, lass uns nochmal die andere Seite testen. Das rechte Bein drunter. Das linke mal drauf. Dann nochmal das rechte versuchen, oben drauf, falls es geht. Scheint sogar bei den meisten auch funktioniert zu haben. Eine Seite wird immer schwieriger klappen als die andere, aber das ist eben der Wachstumsprozess, dass man so ein Gleichgewicht und so einen Ausgleich findet. Okay, jetzt machen wir noch umgedrehte Asanas. Wir gehen zum Anfang der Yogamatte. Drei Positionen, die wir jetzt machen. Die erste Position, die wir auch gestern hatten, Flug. Man geht einmal nach hinten und Rücken ist rechter Winkel und die Beine sind diagonal nach hinten. Zweite Position ist, wo wir das Becken in die Hände reinlegen. Die Füße schauen dann nach vorne. Wir haben da aber dennoch noch eine Durchbiegung im Rücken. Und dritte Position ist komplett gerade nach oben. Also wir werden das jetzt gleich sich machen. Falls ihr irgendwas noch nicht ganz verstanden habt, könnt ihr kurz sich rausgehen. Schauen, wie ich das vorzeige und dann zurückkehren und dann selbstständig machen. Okay? Dann mit einem Schwung die Beine nach hinten. Von hier aus formen wir eine Schale mit unseren Handflächen und legen da das Becken rein. Dabei sind die Beine aufrecht nach oben. Und aus dieser Position gehen die Handflächen oberhalb der Schulterblättern. Der Rücken wird gerade gemacht und wir haben eine gerade Linie von dem Hals bis zu den Füßen. Weiterhin atmen. Von hier aus gehen die Beine wieder hinter den Kopf, wieder in Flug oder Halasana. Und dann, nach und nach, rollt sich der Rücken auf den Boden aus und die beiden Beine werden in gerader Form nach vorne abgelegt.
Wir legen uns hin in Shavasana, kurze Entspannung. Falls euch kalt werden sollte, ihr könnt euch mit etwas zudecken oder die Socken anziehen. Wir machen eine kurze Runde, 2-3 Minuten Shavasana, kurze Entspannung. Löst bei jedem Ausatmen die Restspannung aus euch heraus. Beim Einatmen verspürt, dass Energie in euch reingeht und beim Ausatmen verspürt, dass die Spannung oder irgendeine Verspannung, die sich aufgebaut hat, rausgeht. Nachdem ihr euch etwas entspannt habt, verlagert das Bewusstsein zurück in euren Körper. Und dazu könnt ihr die Gliedmassen bewegen, um den Körper wieder zum Erwecken zu bringen. Legt die Handflächen zusammen und zerreibt diese. Massiert nochmal das Gesicht. Umgreift die Knie mit euren Armen. Macht 2-3 Rollbewegungen nach vorne, nach hinten. Und dann setzt euch aufrecht mit geradem Rücken
mit gekreuzten Beinen. Geht nochmal für einen kurzen Zeitpunkt in euch und spürt den Zustand, den ihr jetzt durch das Yoga wahrgenommen habt, im Vergleich zu dem, wie es vor dem Yoga war. Bewertet, analysiert, prägt euch ein Merkmal ein, was ist besser geworden oder was ist im Gegenteil weggegangen. Um das Hatha Yoga abzuschließen, gehen die Arme seitlich hoch, Handflächen zusammen, Arme vor der Brust. Dreimal das Mantra Om, tief einatmen. Ah. Das hat sehr gut getan, zusammen durchzupraktizieren.